In diesem Screencast möchte ich euch zeigen, wie ihr mit der Hilfe des kostenlosen Fernwartungstools TeamViewer gemeinschaftlich an einem Rechner arbeiten könnt. Warum sollte man das machen? Es kann zum Beispiel sein, dass ihr gemeinschaftlich an einem Blogbeitrag schreibt oder ein Programm nur auf einem Rechner installiert ist, ihr aber im Team von zwei Leuten gerne auf dieses Programm gemeinschaftlich sehen möchtet. Ich zum Beispiel habe während meiner Diplomarbeit das häufig genutzt mit meinem Kommilitonen und habe zum Beispiel gemeinschaftlich an Word-Dokumenten gearbeitet. Da ist es nicht sinnvoll, dass jeder das Dokument auf seinem Rechner aufsetzt, sondern dass man nur an einem, auf einer Instanz sozusagen arbeitet. TeamViewer ist ein plattformübergreifend nutzbares Werkzeug. Man sieht hier unter der Rubrik Download, welche Versionen es gibt. Hier, wir sind gerade auf Mac, deshalb für Mac ist es natürlich nutzbar. Es gibt eine Windows-Version. Die Windows-Version hat den großen Vorteil, wenn man sie installiert hat, dass man auch Präsentationen starten kann. Das heißt, dass man sozusagen ins Netz die Inhalte seines Bildschirms streamen kann, zum Beispiel um eine Präsentation nach außen zu streamen und andere daran teilhaben zu lassen. Dazu möchte ich aber am Ende des Screencasts noch kommen. Es gibt eine Version für Linux und auch mobile Versionen gibt es. So hat man die Möglichkeit, über das iPhone oder das iPad sowie über das Android-Handy auf seinen Rechner, der zu Hause zum Beispiel steht, zugreifen zu können, um zum Beispiel bestimmte Programme auszuführen, bestimmte Programme zu ändern oder den Rechner auszuschalten. Ich möchte euch jetzt das Szenario vorstellen. Hier, ich auf meinem Mac, möchte auf einen entfernten Windows-Rechner zugreifen. Dazu habe ich TeamViewer auf diesem Mac schon installiert. Öffne TeamViewer jetzt, sehe hier den ganz einfachen Aufbau. Wichtig sind für mich die Daten, die ID-Daten und das Kennwort. Das ist dann wichtig, wenn ich möchte, dass jemand auf meinen Mac zurückgreift, dann muss ich diese Daten angeben. Ich möchte jetzt aber auf einen Windows-Rechner zurückgreifen. Der ist allerdings noch offline. Man sieht es hier. Diese Nummer, die hatte ich vorher angegeben, der ist noch offline. Wie kriege ich den nun online? Dazu wechsle ich einfach auf diesen Windows-Rechner, lade mir hier die Vollversion herunter, gehe auf Datei speichern, öffne das Programm. Genau, ich bin mir des Risikos bewusst. Mache hier das mal wieder zu, installieren, schließen. Genau, das Schöne ist, dieses Programm muss ich nicht unbedingt direkt installieren. Das heißt, wenn ich das Ganze einsetzen möchte, zum Beispiel mal meiner Mutter daheim, dann muss ich das Programm nicht unbedingt installieren, sondern sie kann es einfach nur starten, weil sie zum Beispiel möchte, dass ich ihr bestimmte Sachen einstelle. Ich gehe hier auf Weiter, muss hier das Lizenzabkommen bestätigen, was nichts anderes heißt, dass man bestätigt, dass man es nicht für kommerzielle Zwecke einsetzt, weil nur dann ist das Programm kostenlos. Gehe auf Weiter, dann loggt sich der Rechner ein auf der TeamViewer-Seite. Das dauert einen kleinen Augenblick. Wenn das geschehen ist, öffnet sich TeamViewer und wir sehen hier in dem Fernsteuerungsmodus, und das möchten wir jetzt ja gerade tun, muss ich dieses Kennwort und diese ID dem Gegenüber angeben. Ich merke mir jetzt hier das Passwort, gehe hier auf den Partner, der jetzt online ist, gebe das Passwort ein, klicke auf Anmelden und das dauert einen kleinen Augenblick und ihr seht, wir haben Zugriff jetzt auf den Rechner. Das heißt, hier sehen wir, das beste Beispiel ist hier der TeamViewer, das war die ID, das war der Rechner, ich gehe nochmal auf den anderen Rechner drauf, ihr seht, das ist 1:1 das gleiche Bild. Das ist nun die Möglichkeit, um hier Fernsteuerung durchzuführen. Das heißt, ich greife jetzt direkt auf diesen anderen Rechner zu. Das heißt, man könnte jetzt überlegen, dass man, was weiß ich, gemeinschaftlich eine Suche durchführt oder bestimmte Webseiten aufruft, einen Blogbeitrag gemeinschaftlich schreibt und so weiter. Oder dass man bestimmte Programme öffnet. Das heißt, ich kann jetzt hier auf diesen Rechner zugreifen, kann mir bestimmte Programme öffnen, kann zum Beispiel an einem Word-Dokument gemeinschaftlich arbeiten. Das Ganze sieht natürlich dir gegenüber. Das heißt hier, wir sehen, das Ganze hat er auch mitbekommen. Und ich habe die Möglichkeit, ich kann hier Eingaben machen an dem Windows-Rechner und gegenüber kann das sozusagen auch. Das ist der Fernsteuerungsmodus, den mir TeamViewer erlaubt. Und wie gesagt, das Ganze ist in Echtzeit möglich. Es empfiehlt sich hierbei immer, einen Backchannel zu haben, beziehungsweise einen Kommunikationschannel aufrechtzuerhalten. Das heißt, es empfiehlt sich zum Beispiel Skype aufzuhaben, um mit dem Gegenüber noch zu reden, wenn es zu irgendwelchen Problemen kommt, oder um zum Beispiel dieses Passwort hin und her zu senden oder einen Chat aufzuhaben.
aber es ist eine sehr, sehr, sehr charmante Variante, um gemeinschaftlich an einem Rechner, hier in dem Fall den Windows-Rechner, zu arbeiten. Ich möchte euch jetzt noch eine andere Sache zeigen, und zwar gibt es in der Windows-Version von TeamViewer einen Präsentationsmodus. Dazu verlasse ich jetzt erstmal hier diese Version. Ihr bekommt jetzt erstmal hier den Hinweis, dass das eine kostenlose Nutzung war, und nur wenn sie im Unternehmen genutzt wird, muss man etwas dafür bezahlen. Das haben wir nicht gemacht. Wir gehen jetzt hier mal raus. Ich gehe auch mal hier, schließe das Programm direkt mal. Wechsel wieder auf die Seite, hier bekomme ich auch, also der Gegenüber kriegt diese Information auch angezeigt. Und ich gehe hier in den TeamViewer rein. Hier gehe ich jetzt mal in den Präsentationsmodus. Dieser Präsentationsmodus ist ganz nett, weil mit diesem Präsentationsmodus wird mir jetzt ermöglicht, dass mein Rechner an andere ins Netz gestreamt wird. Also ohne, dass derjenige das Programm installiert hat, kann ich diesen Rechner aufrufen, wenn ich natürlich die Präsentation starte. Dazu muss man auf die Seite go.teamviewer.com gehen. Man muss die eben gesehene ID angeben und natürlich auch das Passwort. Und noch einen Namen festlegen, damit ihr das auch seht. Mache ich jetzt mal hier Thomas Mac, weil ich bin gerade auf meinem Mac und greife sozusagen hier drauf zurück. Dann wird eine Verbindung hergestellt. Hier kriege ich noch einen Hinweis, dass der Präsentator erst die Präsentation starten muss. Und wir sehen jetzt auch hier in meiner Windows-Oberfläche wartende Teilnehmer, eine. Ab jetzt kann ich auch eine Präsentation starten. Ich gehe Präsentationsmodus. Hier sieht man lokaler Monitor, das ist das, was übertragen wird. Und wenn ich jetzt mal hier rüber wechsle, man sieht es, innerhalb des Browserfensters wird auch dieser Monitor übertragen. Das heißt, jetzt kann man all das, was auf dem anderen, auf dem Windows-Rechner passiert, hier auch sehen. Das Schöne ist, man hat es eben gerade gesehen, man kann sich auch von der Seite hier aus von der Mac-Seite oder von der anderen Seite auch einklinken. Ich kann zum Beispiel sagen, hier, das möchte ich wissen, was steckt denn hinter dieser Funktion? Und dann sieht man hier auf dieser Windows-Version, aha, da möchte jemand was genauer wissen. Wir können das zum Beispiel nutzen, um PowerPoint-Präsentationen nach außen ins Netz zu streamen. Das Ganze geht noch, wenn man das auch installiert hätte. Wir haben es in dem Fall jetzt hier nicht die installierte Variante gewählt. Wenn man aber es installiert, dann kann man auch auf sein Videomaterial zurückgreifen, also seine Webcam. Man kann auf die Audiobeiträge zurückgreifen, das heißt, man kann auch Ton übermitteln. Und man kann auch mit Telefonkonferenz arbeiten oder sogar mit einer Whiteboard, mit einem Whiteboard. Das heißt, ich kann hier direkt den Stift nutzen und kann hier bestimmte Sachen markieren in meiner Präsentation. Das Ganze wird dem Gegenüber auch angezeigt. Und kann Markierungen machen, kann Fenster hervorheben und so weiter. Kann das natürlich auch wieder löschen und dann ist es auch hier für den Gegenüber wieder gelöscht. So weit, so gut und so weit zu den Funktionen, zu den beiden zentralen Funktionen von TeamViewer. Ich empfehle euch, dieses Programm auf jeden Fall mal zu testen. Ihr könnt ja nicht viel falsch machen. Ihr habt ja gesehen, auf Windows zum Beispiel kann man es einfach so starten, ohne etwas zu installieren. Da muss man sich auch nicht extra anmelden. Ich hoffe, dass ich mit dem Screencast euch das Ganze ein bisschen näher bringen konnte. Ich empfehle euch, das Programm auf jeden Fall einmal zu testen. Wie gesagt, es ist kostenlos und in seiner Funktion sehr, sehr mächtig. Und es macht sehr, sehr viel Spaß, damit zu arbeiten. Vielen Dank und tschüss.